Am Wort nun Harald Stephan, er ist Justizsprecher bei der FPÖ. Ich gebe meinem Vorredner in einem Punkt vollkommen recht. Es ist nicht tragbar, dass ein Mensch wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird, und es darf kein Mensch benachteiligt werden, weil er einen gleichgeschlechtlichen Partner hat oder einen Menschen liebt. Das ist völlig richtig, und insofern tragen wir das auch vollkommen mit. Es hat aber in der Vergangenheit von uns immer den Ansatz gegeben, dass wir der Meinung sind, dass eine gewisse Lebensform oder Form des Zusammenlebens, nämlich die Ehe, privilegiert sein soll. Und da geht es nicht darum, dass es um ein besser oder schlechter geht. Wer das herauslesen will, der verkürzt oder verdreht, sondern es geht uns schlicht und einfach darum, dass der Schutz der Ehe von Mann und Frau, wie wir es verstehen, die einzige Möglichkeit ist, dass neues Leben entsteht. Und das ist für die Gesellschaft wichtig. Und daher waren wir immer überzeugt, dass es ein Vorteil für die Gesellschaft ist, diese Form des Zusammenlebens zu privilegieren. Und auch aus der Ehe natürlich auch eine gemeinsame Verantwortung füreinander gibt und auch für die Kinder. Und da gibt es eben die Entscheidung für die Ehe, aber es gibt auch Kinder ohne Ehe. Es gibt aber jedenfalls keine Kinder auf natürlichem Weg, auf andere Weise. Der Verfassungsgerichtshof hat, und auch da gebe ich jetzt meinem Vorredner recht, auch für mich vollkommen nachvollziehbar festgestellt, dass es nicht sein kann oder dass es jedenfalls eine echte Diskriminierung ist, wenn man seine sexuelle Orientierung offenlegen muss, um ein gewisses Rechtsinstitut, nämlich die Partnerschaft, einzugehen. Das ist völlig richtig. Das ist ein Gedanke, ich glaube, den hat man so vielleicht gar nicht gehabt. Also ich habe daran gar nicht gedacht bei der Einführung der Partnerschaft, aber es ist richtig. Es ist eine Form der Diskriminierung, dass ich meine sexuelle Orientierung offenlegen muss, wenn ich eben eine bestimmte Form eingehe. Und so wie Sie sagen, man muss sich dann überall deklarieren, wenn man eine eingetragene Partnerschaft angibt, dann hat man das bereits damit gesagt. Also diesen Punkt finde ich richtig, und daher ist natürlich jetzt eben auch die Frage, wie man auf dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs reagiert. Noch dazu, wo ja die Ehe und die eingetragene Partnerschaft fast ident ausgebildet sind, also gibt ja praktisch keine Unterschiede mehr, insofern ja keine Diskriminierung, aber eben die Notwendigkeit, sich selbst zu deklarieren. Es ist jetzt eben die Frage, wie geht man damit um? Wir haben an sich von Anfang an bei der Einführung bereits darauf hingewiesen, dass bei Einführung der eingetragenen Partnerschaft genau das herauskommen wird, dass man irgendwann einmal, wenn man das angleicht, feststellen wird, dass es dann zu einer Auflösung kommt, entweder die eingetragene Partnerschaft oder eben die Ehe dann verändert wird. Nur hat jetzt doch diese Entscheidung meines Erachtens etwas sehr Eigenartiges hervorgerufen. Wenn man nämlich wörtlich nimmt, was der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, so hat er ja an sich nur einen Ausdruck aus dem § 44 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches herausgestrichen, sodass dieser jetzt lautet: In dem Ehevertrag erklären zwei Personen und nicht mehr zwei Personen verschiedenen Geschlechts gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen und sich gegenseitig Beistand zu leisten. Also wenn der Verfassungsgerichtshof meint, dass sich zwei Menschen zusammenfinden, um Kinder zu zeugen, ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Also ob er damit jetzt dann meint, wie gesagt, also er hat hier offenbar etwas Missverständliches. Es muss nicht sein, aber es muss die Möglichkeit bestehen. Und wenn die völlig ausgeschlossen ist, dann kann es ja jedenfalls nicht im Sinn der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs sein. Aber es gibt jedenfalls mehrere Möglichkeiten jetzt hier einer Lösung. Eine Möglichkeit ist, die eingetragene Partnerschaft ersatzlos zu streichen. Zweite Möglichkeit ist, die Ehe und die eingetragene Partnerschaft parallel weiter bestehen zu lassen und beide für beide Möglichkeiten, also für gleichgeschlechtliche und verschiedengeschlechtliche Gemeinschaften, zu öffnen. Die dritte Möglichkeit ist, beides abzuschaffen, sowohl die Ehe, wie sie jetzt besteht, als auch die eingetragene Partnerschaft, und was völlig anderes zu etablieren. Oder die vierte Möglichkeit ist, die Ehe so bestehen zu lassen, wie sie jetzt ist, nämlich für verschiedengeschlechtliche Partnerschaften, und etwas ganz anderes, dass man auch öffnet für alle Menschen, die ein Zusammenleben regeln wollen, eine Art Pakt zu etablieren, der dann keine Diskriminierung mehr ist, weil man sich dort nicht mit seiner sexuellen Orientierung
outen muss oder halt deklarieren muss. Also diese vier Möglichkeiten gibt es und wir werden das jetzt in Ruhe diskutieren, wie auch schon die Vorredner an sich gesagt haben. Die erste Lesung ist ja üblicherweise dazu da, dass man einmal eine Diskussion startet. Hätten wir zwar auch ohne diese erste Lesung natürlich gemacht, weil wir bis zum 1. Jänner 2019 hier eine Entscheidung zu treffen haben. Aber wie gesagt, wir haben noch Zeit. Wir werden das in Ruhe machen und wir werden dann eine Lösung finden, die der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs jedenfalls gerecht wird.